Hallo Sportsfreund, herzlich willkommen bei Intersportschrei auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim. Heute zeigt uns Björn, was neu von Salomon gekommen ist. Hallo Björn! Hallo, grüß dich Niki. Heute zeige ich euch von der Firma Salomon die neuen Trailrunning-Schuhe, die wir heute bekommen haben. Mhm. Das sind einige Farben. Kurz zu den Schuhen, zu den Futures, einen Salomon XA Pro 3D V8. Die Besonderheit bei dem Schuh, wir haben einmal ein Schnellverschnürungssystem, nennt sich sogenannte Quick Lace, eine Kontragrip-Sohle für einen griffigen Halt, eine 3D-Chassis für eine Stabilität über die Ferse, wo gleichmäßig auch den Druck verteilt. Sieht man hier unten auch in der Sohle mit eingearbeitet. Gibt es als Gore-Tex-Variante. Gore-Tex könnt ihr euch vorstellen wie unsere menschliche Haut, nur in einer synthetischen Faser. Lässt kein Regen rein, aber Kondens nach außen. Gibt es in zwei Farbstellungen. Für den Herr in einmal in Blau und in diesem Urban. Im Damenbereich haben wir auch zwei Farben da. Einmal in klassisch schwarz und einmal etwas die buntere Variante. Und dann haben wir hier unten noch, wer kein Gore-Tex möchte, sondern eher den etwas offeneren, atmungsaktiveren Schuh ohne Gore-Tex-Variante, gleicher Aufbau, Kontragrip-Sohle, 3D-Chassis, Quick-Lace-Schnellschnürungssystem und eine Ortholite-Einlegesohle. Und zeig mal, wo man dieses Quick-Lace verarbeitet, weil das ist einfach so dieses Thema, wo geht eigentlich das Bändele hin? Also es ist ganz einfach, wir ziehen einfach schieben den Schieber nach unten. Jetzt haben wir natürlich hier viel Material. Es gibt zwei Varianten unter der Zunge. Ich mache noch mal ein bisschen weiter auf. Und dann verstecke ich ihn direkt unter der Zunge. Den Schieber. Thema, wohin damit, gell? Auch den Überrest vom Quick Lace. Oder viele machen es auch hier nach vorne rein. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay. Es gibt sogar noch eine dritte, wenn ich das möchte, dass ich es hier oben einklicke, wobei das die mittlerweile doch die seltenste Variante ist. Bisschen gefummelt sonst, gell? Genau, haben sie auch etwas geändert, somit kann man es hier drin. Was kostet verstehen. Der Schuh? Der Gore-Tex-Schuh liegt im UVP bei 159, bei uns im Hauspreis bei 139,99. Ohne Gore-Tex hat der Schuh einen Hauspreis von 119,99 statt 129,99. Jetzt habe ich noch eine dritte Variante für euch. Okay. Nach XA Pro mit und ohne Gore-Tex. Wer das Trail-Laufen liebt, querfeld ein, haben wir heute den neuen Speedcross 5 GTX bekommen. Okay. Auch wieder mit der Ortholite-Sohle ausgestattet, mit dem Quick-Lace-Schnellverschnürungssystem, aber mit einem deutlich grobstolligeren Profil. Warum grobstolligeres Profil, weiche Untergründe, brauchen mehr Stabilität, wird auch gern zweckmissfremdet als Agility-Schuh, wäre für den Hundesportler. Ah ja, und der Dameschuh ist erkennbar? In der Farbe natürlich, liegt auch bei 139 im Hauspreis statt 159, jeweils mit Gore-Tex, sprich wasserfest und atmungsaktiv. Super. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Mehr wissen möchtet, auf intersport-schrei.de könnt ihr eine WhatsApp-Live-Beratung buchen. Dann erzählen wir euch noch mehr drüber. Oder ihr seht auch unser virtuelles Schaufenster dort. Und wir haben einen Lieferdienst im Umkreis von Pforzheim. Liefern wir euch die Ware auch zu. Insofern schaut mal rein. Vielen Dank dir nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.